Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Skyrim, wo wir gerade einen Drachen reiten und ja, hoffen, dass wir hier mal durchkommen und gegen Mira kämpfen können. Wenn eh um zu landen, warum sollen wir eh... Ich werde nach einem Landeplatz suchen. Warum sollen wir landen? Ah. Ihr lasst euch so leicht beeinflussen. Nein. Noch nicht. Wir sollten zuerst unseren Gast begrüßen. Und so begegnen sich das erste Drachenblut und das letzte Drachenblut auf dem Gipfel von Apokrypha. Ja, moin. So hat es Hermaeus Mora ganz sicher vorgesehen. Er ist ein launischer Meister, wisst ihr? Aber warte. Ich gegen ihn kann ich ja sicherlich nicht beeinflussen, aber... Drachenform. Hier. Aktivieren. Aktivieren. Okay. Doch nun werde ich frei von ihm sein. Meine Zeit in Apokrypha ist zu Ende. Ihr steht in voller Kraft vor mir. Also werdet ihr auch meine volle Kraft spüren. Ihr werdet sterben. Meinst du? Und ich werde mit der Macht eurer Seele nach Solstheim zurückkehren. Dann herrsche ich endlich wieder über mein eigenes Schicksal. Oh Mann, bist du ein Lobob, Alter. Wo ist er? Wo ist er? Jetzt. Alter, wer lädt sich ja wieder auf? Was soll denn der Kack? Alter, was, wie soll ich denn den besiegen? Hä? Ja, lass den Lochen töten hier. Jetzt müssen wir erstmal heilen. Und Magika. Da wir unseren Schrei schon durch haben, kann ich eigentlich. Warum hatte ich denn, hä? Alter, wie soll ich denn den besiegen, Mann? Geht doch gar nicht. Ausdauer haben wir auch nicht mehr. Ach, das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Ach, dieses Spiel, ey, das ist doch bescheuert. Wo ist der denn? Jetzt ist er weg. Und nun? Mirak! Ihr dachtet wohl, ihr könntet mir entkommen? Ihr könnt hier nichts vor mir verbergen. Macht nichts. Ich habe einen neuen Drachenblut-Diener gefunden. Ich bin kein Diener. Hm.
Er soll für seine Dienste den gleichen Lohn wie ich erhalten. Mira'ar träumte davon, sich gegen mich aufzulehnen. Wow. Nach seinem Beispiel dient mir loyal. Und ihr werdet auch weiterhin reich. Okay. Okay. Diese Person ist beschäftigt. Womit? Mit Todsein? Damit komme ich dann, denke ich mal, wieder zurück. Nehmen wir mit. Das Schwert. Nö. Nee. Robe und sowas brauchen wir nicht. Nö, das auch nicht. Das brauchen wir eigentlich nicht, aber da. So, und jetzt? Back to the Roots. Ziel Solstheim, genau. Dankeschön. Cool, haben wir das auch endlich mal. Mira'ar ist besiegt. Und dann gab es doch hier noch jemanden, mit dem wir reden können, oder? Und es gab hier noch mehr zu tun. In diesem wunderschönen Ort. Ich will jetzt einfach hier stehen und gar nicht so richtig wissen, was abgeht, ne? Das hier. So. Und der war hier. Ja, das mit Mira'ar kam jetzt durch und kriegen nichts dafür, oder was? Keiner freut sich, keiner redet mit uns darüber, was wir getan haben. Okay. Das ist okay. Ich merke mir das. Ein bisschen Anerkennung. Ein kleines bisschen. Aber gut. Muss ja nicht sein. Achso, der. Ja, wir warten mal. 6 Stunden müssen reichen. Wird der doch wach sein. Und hier irgendwo rumrennen. Ich kann es fühlen. Der Baumstein ist wieder frei. Die Einheit des Landes ist wieder hergestellt. Ja. Heißt das, es ist vorbei? Ist Mira'ar wirklich besiegt? Ja, Siggi. So. Storn ist nicht umsonst gestorben. Mira'ar wird Solstheim nie wieder bedrohen. Danke. Wie auch Bitte. Immer eure sonstigen Gründe lauten, ihr habt den Skal einen großen Dienst erwiesen. Mhm. Wir werden eure Taten nicht vergessen. Mhm. Gut. Eins noch, Skal-Freund. Ja. Wenn ihr erlaubt. Ich weiß, es steht mir nicht zu, aber dürfte ich euch einen Rat geben? Eine Warnung? Sicher. Was wünscht ihr? Als Schamanin der Skal bin ich für das spirituelle Heil meines Volkes verantwortlich. Ihr seid zwar kein Skal, aber ein Skal-Freund. Deshalb warne ich euch. Herr Marmora hat euch in seine Dienste gezwungen, um Mira'ar zu besiegen. Lasst euch nicht von ihm weiter auf diesen Pfad locken. Der Altschöpfer hat euch, das Drachenblut, für einen höheren Zweck geschaffen. Vergesst das nicht. Mhm. Geht mit dem Altschöpfer, Skal-Freund. Ja, das mache ich. Meine Mutter war eine Skal, doch sie verließ das Schön, Dorf. Halt's Maul. Schön, euch wiederzusehen. Habt ihr die Elfen in ihrem Schiff gefunden? Ja, und ich habe euch die Karte zur Quelle der des Stahlrim gebracht. Ich weiß, dass ihr große Gefahren auf euch genommen habt, um mir diese Karte zu bringen. Könntest du vielleicht aufhören zu arbeiten? Worte, bitte, wenn du mit mir redest. Opfer. Von nun an betrachten euch die Skal als ihren Freund. Ich werde euch das Geheimnis des Stahlriemschmiedens anvertrauen. Wenn ihr mir Stahlriem hierher zu meiner Schmiede bringt, kann ich euch etwas daraus schmieden. Bis zu unserem nächsten Treffen. Möge eure Jagd immer von okay. Erfolg gekrönt sein und mögen eure Äcker reiche Ernte bringen. Okay.
Ich mag mir nicht einmal vorstellen, was mit mir geschehen wäre, hättet ihr mich nicht vor den Elfen gerettet. Ich habe von Deor gehört, wie ihr nach Baldur gesucht habt. Das, das war sehr tapfer. Und genau nach dieser Art von Mut suche ich. Lass mich raten, ich soll etwas Gefährliches für euch erledigen. Ganz genau, ganz genau. Allerdings werdet ihr dafür bezahlt. Ich würde es euch gern erklären. Für mich als Historiker war Solstheim immer äußerst faszinierend. Oft habe ich Streifzüge durch die uralten Ruinen unternommen, die sich überall auf der Insel befinden. Ich kenne diese Ruinen mittlerweile so gut, dass ich aus dem Gedächtnis eine Karte davon zeichnen könnte. Deshalb ist mir der neue Durchgang sofort aufgefallen. Ein neuer Durchgang wohin? Zu einem alten Grabmal. Es ist wohl von einem Erdbeben geöffnet worden, das durch eine der Eruptionen des Roten Berges ausgelöst wurde. Ich würde mir das gern genauer ansehen, aber diese alten Ruinen sind gefährlich und ich bin kein Abenteurer. Ich werde euch bezahlen, wenn ihr mir da unten Rückendeckung gebt. Ich gehe bald wieder dorthin. Sucht mich bei den Ruinen auf, wenn ihr Interesse habt. Okay. Mal sehen, was wir dort finden können. Okay. Erst muss ich erst einmal für die Expedition packen. Gut, mach das. Gut. Kann ich denn hier jetzt irgendwas Neues machen? Nö. Möchten Sie ja eines Tages die Kunst des Eisenformens erlernen. Nö. Aber ich muss vielleicht erstmal mit ihm reden und fragen, wie man... Erzählt mir, wie man Stahlriemen schmiedet. Nun, zunächst braucht man natürlich Stahlriemen. Mhm. Und dann muss man es verarbeiten. Mhm. Woher bekomme ich Stahlriemen? Ihr könnt etwas in der Rabenfelsmine, sowie in dieser neuen Stahlriemenquelle auf der Karte finden, die ihr von den Elfen beschafft habt. Okay. Ihr solltet aber unbedingt eine alte Nordspitzhacke mitnehmen. Das ist die einzige Spitzhacke, mit der man Stahlriemen richtig abbauen kann, ach ja, ohne es zu zerbrechen. Ach ja. Auf Wiedersehen. Ja. Habe ich die verkauft? Meine Mutter war eine Skal, doch sie verließ. Glaube ja, oder? Entweder verkauft oder irgendwo abgelegt. Scheiße. Ach, ist egal. Was ist das denn? Achso. Ja, sonst haben wir hier eigentlich nichts, ne? Jetzt würde ich aber eigentlich gerne erstmal wieder zurück und mal mit unserer Frau sprechen. Denn für die haben wir ja auch was, ne? Und zu einem Händler gehen vielleicht. Von einem Händler könnten wir dann auch noch. Und von unserer Frau noch das Geld eintreiben. Ja, doch bestimmt wieder was. Ja, ja. Kann man alles machen. Morgen. Kapitän Gialon kümmert sich hier ums Geschäft. Ich bin nur ein Mart. Das ist schön für dich. Ich dagegen will nach... Will ich nehmen? Was ist ein Windhelm? Ja, ne? Das war ein Windhelm, oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube ja. Vor allem wie unser Level durch die ganzen Quests und so gar nicht mehr steigt. Weil wir mittlerweile schon so mächtig sind. Ja, das dauert einfach eine Weile. Weil wir kriegen ja keine Erfahrungspunkte. Ne? Kapitän, weil ich früher ein Seemann war. Wir kriegen ja nur Verbesserungen von unseren Waffen und so, also jetzt, ne, von unseren Fähigkeiten. Und dadurch steigen wir nur im Level auf. Und da wir schon alles ziemlich hoch haben, ist das nicht mehr so einfach. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache schieben. Tja, hätte man schon besser aufgepasst. Drachen gibt's gar nicht. Doofe Ziege. Wo sind die Alte wieder? Ja. Ma. Wo sind die? Ah. Hallo, Schatz.
Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Ich habe Schlafbaumsaft zu verkaufen. Ah, natürlich. Wie viel habt ihr? Erstmal nur eins. Sehr gut. Bringt mir allen Schlafbaumsaft, den ihr findet. Mhm. 105, ja. Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Mhm. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. Ja, 900. Werft einen Blick darauf. Ich möchte ja gucken, was ich dir verkaufen kann. Mit dem bisschen Geld, was du hast. Was hatten wir denn hier? Nimm. Sachen, die kann sie jetzt. Ja, doch, kann sie. Den Silberring. Ich glaube, sie werden hier so ein paar schöne Steine. Alles nicht viel wert. Hier. Und hier von allen, so. Wir haben schon wieder gut Geld gemacht. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Jo, hau rein, Alter. Jetzt gehen wir noch nach Weißlauf. Oh, nach Weißlauf. Naja, ich denke, da werden wir bisher ein bisschen Geld bezahlen müssen. Ein bisschen. Wir haben ja nur die halbe Armee niedergemetzelt. Ist schön, dass wir das mit ein paar Kröten regeln können, sowas. Und nicht mit 300 Jahre Knast. Gehen wir zu unserem Stammhändler. Müssen wir eigentlich mal langsam hier ein bisschen mehr Geld kriegen von ihm, ne? So viel, wie wir ihm verkaufen. Treue. Bonus. Penner. Steckt eure Waffen weg. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Was? Habt ihr etwas kluger Mann? 14.000, Alter. Hast du einen Knall? 14.000. Bin ich ja gleich arm. Alter. Das muss man sich mal vorstellen. Eine ganze Stadt in die Luft, die hervorstieg. 14.000. Das fasse ich ja nicht. 14.000. Einfach so. Weg. Tschüss, liebes Geld. Eben waren wir noch reich, jetzt sind wir arm. Unglaublich. 14.000. Das geht ja auch gar nicht, dass man den unbemerkt jemanden tötet irgendwie in so einer Stadt. Geht nicht. Wie soll ich das machen? Beziehungsweise in der Drachenfeste vor allem. Da sind ja überall welche. Seid ihr offen? Oh. Kann er nicht mal seinen Laden öffnen hier, der Junge? Was ist los mit ihm? Alter. Veräppeln? Jetzt. So, dann gehen wir mal in unsere andere Hütte und lassen uns da mal nieder. Kaiserliche Sturmmäntel, mich kümmert es nicht, wer hier das Sagen hat. Ich will nur Geld verdienen. Ah. Werft einen Blick darauf. Ja, was mache ich? Zeig mal her hier. Nee. Den behalten wir auch mal noch. Den auch. Den auch. Dann können wir weg. Dass sie auch alle nicht so viel gegrillt haben immer. Hier noch ein Smaragd. Und tschüss. 5.000 haben wir jetzt nur noch. 5.000! Das ist ja gar nicht wert. Diese Mission zu machen, die kosten nur Geld. Dabei Obst und Gemüse zu verkaufen. Irgendwann bezahle ich das nicht mehr und töte einfach weiter die Wachen. Irgendwann ist ja Schluss dann mit den Wachen. Irgendwann müssen ja mal alle weg sein. Sag mal, okay, alle da. Gut. Gut. Wenn alle da sind, bin ich ja froh.
Tschüss. So, meine Freunde, das war's für diese Folge von Skyrim. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.